Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Alliierten Remastered. Ganz genau, Leute, und wir waren beim letzten Mal hier, also ich nehme es jetzt an einem Donnerstag auf. Wir waren ja beim letzten Mal hier und haben die Stavros-Mission gemacht und die ich ohne, ja, sagen wir es mal so, die, wo ich einen Guide brauchte, tatsächlich. Es tut mir leid, aber es war halt mega unfair und, ganz genau, Leute, dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal hier kurz die Bonusgalerie an. Eine radikale Fundgrube im Inneren. Digitales Tonband von Tanyas originalen Sprachaufnahmen. Am 3. Januar 2019 in einem Lagerschrank bei Electronic Arts entdeckt. Von der Tanya, also. Interessant. Interessant. Gut, Leute. Wir hatten hier noch eine Cutscene, die habe ich aus Versehen beim letzten Mal weggedrückt. Da würde ich sagen, gucken wir uns die nochmal kurz an, weil das war der Abschluss von der Stavros-Mission. So, genau. Stavros, du alter Hurensohn. Hast du eine Ahnung, was du mich inzwischen an Nerven gekostet hast? Da habe ich was anderes gehört. Der junge Offizier hier erzählt, dass er 3 Gefreite abkommandiert hat, die deine Windeln gewechselt haben. General Stavros möchte Ihnen natürlich seinen tief empfundenen Dank aussprechen und Ihnen zu Ihrer steilen Karriere gratulieren. Ja klar, dafür, dass ich den dadurch, keine Ahnung, 50 Sowjeteinheiten durchgeschlingelt habe, ne? Ist auch das Mindeste, Stavros, ist auch das Mindeste. Gut, Leute. Oh, so viele haben wir gar nicht mehr, ne? Wir haben jetzt nur noch, ja, nur noch eine Seite quasi. Ja, wir... Ja gut, okay. Wir haben erst die Hälfte. Wir haben erst die Hälfte, oh mein Gott, okay. Gut, Leute, Italien, ein sicherer Hafen, los geht's. Wir haben erst die Hälfte von den Dingsmissionen durch, ey. Es könnte sein, dass dieses Projekt 100 Folgen beinhaltet, wer weiß. Schauen Sie genau hin, Major, denn bei Sonnenaufgang werden Sie diesen Hafen angreifen. Die Sowjets stehen unmittelbar davor, Seelandraketen in Dienst zu stellen. Wenn Sie damit Raketen-U-Boote bestücken, verlieren wir aller Voraussicht nach die Vorherrschaft auf See. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Leute dann hier stinksauer werden. Ihr Job, Major, ist die Zerstörung der sowjetischen U-Boot-Werften, der Forschungsstationen und von allem, was mit diesen Raketen zusammenhängt. Kapiert, Major? Na, dann viel Glück. Wir sind also Major, okay. Aber wir haben in der letzten Mission Stavros, den General, kommandiert. Ja. Man weiß es nicht. Egal, Leute. Gut, wir haben eine neue Mission. General Stavros hat sie beauftragt, einen Angriff auf einen strategisch wichtigen Hafen zu führen, den die Sowjets überrannt und befestigt haben. Sie müssen schnell vorgehen, denn wenn sie... Denn wenn die Sowjets erstmal merken, dass sie in diesem Gebiet sind, wird die Hölle los. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen schnell vorgehen. Okay, die nahegelegene Stadt ist der sowjetischen Sache gegenüber nicht abgeneigt. Sie sollten sie also besser im Auge behalten. Sollte einer der Dorfbewohner versuchen, die Sowjets über ihre Anwesenheit zu informieren, haben sie die Erlaubnis, den Informanten auszu... Ach du Kacke. Gut. Sind eingetroffen. Es ist wieder eine Schneemission. Egal. Gut, das heißt, Spielgeschwindigkeit ein bisschen langsamer. Gut. Kraftwerk. Wo ist denn die Stadt? Wir müssen also... Ja. Konstruktion. Ach, wir sind in der Mitte der Karte. Das ist bescheuert, wirklich. Und ohne einzige... Einsatz und hier und ohne eine einzige Einheit. Gut, wir müssen, glaube ich, eine Kaserne zuerst bauen, dann. Oh! Wir sind an See hier, okay. Ah! Okay, Leute, sehr gut. Wir kriegen Verstärkung. Was macht der da jetzt? Gut, egal. Raffinerie, Schütze. Die Mission kenne ich auch nicht mehr. Einheit bereit. Da sind... Ah, da sind doch 5 Mannequin. Ja, da habe ich dann welche gebaut. Keine Ahnung, Leute. Gut, wir müssen uns also beeilen. Okay. In Ordnung, sofort. Alles klar, dann gehen... Dann... Ach, du Kacke! Panzer! Wie soll ich denn den platt machen, ey? Wir müssen also aufpassen. Grenadier, okay, den kriegen wir weg. Den kriegen wir weg. Ja, ganz genau, Leute. Hier, die Schützen kriegen wir auch weg. Sehr, sehr gut, Leute. Und dann würde ich sagen... Ja, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten neuen Command & Conquer Remastered hier. Und
Ja, sammel du mal bitte Edelsteine ein, ja? Kriegen die Manneken den Panzer platt? Ich speichere das Ding erstmal. Mission 10, Add-on. So. Und zack. Kriegt ihr den platt? Oder bewegt er sich? Ihr kriegt den platt. Sehr gut, Leute. Sammler, sammel bitte Edelsteine. So, sehr schön. Den Panzer haben wir weg. So, wo sind jetzt hier die Bürger? Nur Edelsteine sammeln, bitte. So. Direkt einen zweiten Sammler. Und direkt ein Großkraftwerk. So, Leute. Gut, wie gesagt, die Mission sagt mir auch nichts. Das macht mir ein bisschen Angst, was der General da eben gesagt hat, ne? Dass dann die Hölle los sein wird, wenn die Russen wissen, dass wir hier sind. Das macht mir ein bisschen Angst. Oh! Okay, Sammler. Plattfahren, los. Plattfahren. Einfach plattfahren, die Scheiße. So. Okay. Alles klar. Gut. Und der will den hier abknallen, ist alles gut. Gut, Leute. Dann haben wir jetzt endlich mal ein Tech-Center. Wir haben ein Tech-Center. Oh mein Gott, wie geil. Okay, Leute. Da ist also das Dorf da hinten. Okay. Alles klar. Dann blockieren. Los. Einfach blockieren. So, wir haben ein Tech-Zentrum tatsächlich. Das ist mega, Leute. Mega nice. Oh nein! Verdammt. So. Standen da noch Soldaten rum? Ich glaub's nicht. Okay, Leute. Aber die stehen hier ganz gut. Die können direkt ballern, wenn irgendeiner hier raus will. So. Erstmal belagern. Konstruktion abgeschlossen. Und einen noch hier hin. So. Das ist jetzt unsere Belagerungseinheit da hinten. ja. Wir brauchen schon Silos. Oh mein Gott, ja. Dann bau noch mal einen Sammler noch ein. Alles klar. Leute, die stehen. Kann der sich da mal ein bisschen. Ja, schöne Reihe. So. Perfekt, Leute. Und gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Werkstatt auch fertig. Chronosphäre können wir bauen. Wir können. Oh mein Gott. Wir können alles bauen hier. Das ist ja mal richtig nice. Coole Mission mal wieder jetzt. Nach dieser letzten Ficker-Mission, ey. Die letzte, die war echt mies. Ganz, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Gut, Leute. Verteidigung. Weil wir wissen nicht, wann die Russen Wind von uns bekommen hier. Oh shit, wir brauchen wieder Silos. Okay, Leute, dann bau die Silos. Ich habe keinen Bock auf Ressourcenverlust hier. So, schnell Silos bauen. So, Leute. Die vier Silos. Und dann würde ich sagen, baue ich gleich nochmal kurz die Verteidigung auf. Ganz genau. Da kommt er schon wieder. Oh, das ist mies. Das ist mies. Und Bomben auch noch auf mein Tech-Zentrum. Ach du Kacke, Leute. Okay. Danke. Kackrusse. Scheiß Russe, wirklich. Hat da mein Tech-Center platt gemacht. Das ist ja wohl unglaublich, wirklich. Was haben wir denn hier? Schaut mal da, Leute. Chronopanzer, Sprengwagen. Ach du Scheiße. Oh. Oh, das wird geil. Ja, Leute, wir haben die Spezialeinheiten. Chronopanzer und Sprengwagen. Chronopanzer kann sich teleportiert und Sprengwagen hat eine Atombombe drin. Genau, Leute, so schaut's aus. Und ja, richtig geil, dass wir die jetzt bauen können. Ich würde mal sagen, mit denen müssen wir aber vorsichtig sein, ja. Sind verdammt teuer und jetzt kommt er mit Hubschraubern an, ja. Ich glaube, es hackt nicht. Ich glaube, es hackt. So. Okay, da kommen ein paar Manneken. Es ist aber, glaube ich, nicht so schlimm erstmal. Wir haben nämlich einen Bunker da stehen, ja. Dann bauen wir eine Flak auf. So. Vergiss es, Junge. Gut, Leute. Dann also Flachs. Ja,
Seht ihr das? Und weg damit. Sehr schön. Unser Stützpunkt wird nicht genervt hier, vergiss es. Moment, ist das der einzige? Ja, Sir. Ja, Sir. Sehr gern. Jawohl. Ist das der einzige Ausgang hier? Ja, ne? Sofort. Ach du Heilige! Okay, dann bauen wir schnell Kampfpanzer. So, und noch ein Turm hier, los. Ein Mammutpanzer, ja. So, alles klar, Leute. Gut, wir haben genug Kohle hier. Können wir die auch ausgeben? Oh Gott, was machen die denn da unten? Okay, Panzer, komm mal her. Los, Panzer, komm mal her. Fahr den mal platt da, los. So, was versucht er da jetzt schon wieder? Ha! Diesmal nicht, Junge. Und schön alle umgerollt. Sehr schön. Alles klar, Leute. Dann können wir mal die Hubschrauber bauen. Ganz genau. Was braucht ihr? Ach du. Okay. Alles klar, Leute. Gut, dann haben wir hier die Chronopanzer und die Sprengwagen. Weißt du was? Ich baue mal einen Sprengwagen und jag die mal in die Luft. Einfach mal so, uns zu zeigen, was die drauf haben, die Dinger. Wird repariert. So, Leute. Ja, wir haben ja genug Kohle gerade, ne? Und schön hier die Hubschrauber aufbauen. So. Könnt ihr mal bitte hier drauf ballern? Wird gebaut. Ihr sollt auf den schießen, auf den Baum, verdammt nochmal. So. Mach den Baum weg. Brauch keine Bäume hier. Wirklich nicht. So, der Sprengwagen ist gleich soweit. So, ach, der Baum ist schon weg. Sehr gut. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen. Ach, Panzer, jetzt kommt mal raus hier, los. So, Leute, da ist der Sprengwagen. Schön mit Atomzeichen oben drauf. Das ist eine tickende Zeitbombe. Was? Ach du Kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Jag die mal in die Luft. So, dann lass sie mal kaputt machen. Bam! Da habt ihr das mal gesehen. Zack, eine Atombombe. Eine Atombombe drin. Alles klar, Leute. So. Ja. Dann würde ich mal sagen, baue ich jetzt noch die Hubschrauber hier fertig? Ja, komm, ist egal. Mannequin. So, die Panzer, die kommen. Das kann er gerne versuchen. Die gehen nämlich direkt sterben hier. So. Nix da. So. Weitere Hubschrauber, bitte. Und bauen wir ein paar Artillerien. Ah, ja, doch, komm. Bauen wir 5 Artillerien. So. Ja, gut, dass ich 3 Sammler habe, wirklich. Die bringen die Kohle schön rein. Ja. Da versucht das wieder. Ich hab da verteidigt, Junge. Mein lieber Russe. So, zack. Oh, Fall. Das gibt's ja wohl nicht. Diese Drecksfallschirmbomben machen immer mein Dings kaputt. Mein Tech-Center, das gibt's ja wohl nicht. Egal. Jetzt habe ich wieder kein Geld. So, egal. Das wird schon passen, so. Und ja, Leute, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Es ist nur nach wie vor heiß hier. Also, keine Ahnung. Morgen und Samstag wird schlimm hier, ich sage es euch. Die schießen noch nicht mal. Warum schießen die denn nicht? Oh mein Gott. Glück gehabt, ey. Was ist das denn? Ein BMT, bitte was? Was macht der denn da? Mit einem BMT. Okay. Heftig, Leute. Oh, nee. Keine Mix. So. Och. 5 Invasoren drin. Oh, mein Gott. Ja, gut. Dann macht ihr die dann noch platt. Alles klar. Macht diesen Nervensack hier kaputt. Los. Da sind auch die gleichen Einheiten drin. Alles klar. Einfach drüber fahren. Einfach drauf fahren hier. Los. Bevor der da in die Hubschrauber reingeht. So, Leute, ich muss mehr Flachs bauen. Wobei. Warum? Wozu? Das Tech-Center. Das deckt gar nicht die Karte auf. Was soll das denn?
Was ist das denn für eine Verarsche? Wirklich? Ein Tech Center, das nicht die Arm. Die, Ja, Sir, in Ordnung. Ja. Wie soll ich sagen? Achso, dass er das nicht die Karte aufdeckt. Was soll das denn? Das ist ja bescheuert. Gut, egal, Leute. Ach, mit dem Mannequin, das kann er versuchen, ey. Das ist mir kackegal. Wirklich. Ja. Das kann er gerne versuchen, Leute. So. Ja. Und zack, und weitere Hubschrauber, bitte. Gut, alles klar, was? Die Nagel. Sie sollten also nicht im Auge behalten, okay. Ah, gut. Alles klar, dann. Aber die haben es doch schon entdeckt, also ich weiß nicht, was das noch bringen soll. Ja, Sir. Was? Bestätigt. In Ordnung. Wer ist denn hier Team 1? Ach, die? Nee, okay, nee, dann. Bleibt ihr mal bitte wieder da. Ich wusste gar nicht, dass die Team 1 sind, die Leute hier. Okay, krass. Ja gut, dann. So, dann machen wir wieder die Blockade. Was kommt da? Drei Panzer. Okay. Gut. Das kann er gerne versuchen. Wir werden die trotzdem platt machen. So. Ey, da fährt der echt eiskalt hier rein. Was soll das denn? Ja, der Russe. So, Leute, dann hier. Draufschießen, los. So, und weg. Ah, sehr gut. Alles klar. Gut, Leute, dann noch ein Bunker. Und dann können wir die schon mal reparieren fahren, ne? Die können wir schon mal reparieren fahren, ganz genau. Gut, Leute, zum Glück haben wir so viel Geld hier. Nun würde ich sagen, baue ich mal zwei Gummipanzer. Die guten alten Gummipanzer. Um einfach mal zu erkunden. Ganz genau, Leute. Machen wir ein neues Team 1 mal. Gut, dann haben wir uns hier befestigt. Flachs haben wir aufgebaut. Wir haben alles. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal los. Also zumindest erstmal hier erkunden. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben schon wieder drei Panzer. Okay. Hubschrauber, kommt mal her, mach mal einen davon kaputt. Mach mal einen von den Pennern kaputt. Los. So. Da kommst du jetzt nicht mehr rein. Vergiss es. Blöder Russe. So, Leute. Gut, Hubschrauber weitermachen. Los. Und der versucht's wieder hier. Nee, schafft er nicht. So. So, Leute. Gut. Alles klar. Alles klar, dann 5 Kampfpanzer, 5 Artillerien. So, Leute. Alles klar, der kommt also. Ach, ich wollte schon sagen. So sind meine Gummipanzer. Der kommt also gerne mit 3 Kampfpanzern. Schön drüber gerollt, Sammler. Sehr gut. Könnt ihr die platt fahren? Die könnt ihr nicht platt fahren. Ah, verdammt. Egal, Leute. Wir bauen einfach weitere Einheiten. So. Wie gesagt, der Sprengwagen habe ich euch gezeigt. Ist ziemlich cool. Ich zeige euch gleich noch den Chronopanzer. Ja, das mache ich, Leute. Und ja, das kann er ruhig versuchen. Ist mir scheißegal. Wirklich. Weil die Bunker, die werden den gleich so oder so abballern. Also von daher. Oh, Basis. Okay, Basis. Nicht verteidigt. Auch nicht schlecht, Leute. Nicht verteidigt. Ich habe keinen Roop gehört. Kein Tesla-Spulen. Scheiß. Oh, da stehen 3 Einheiten von ihm. Okay. Da sind seine Sammler. Die lasse ich mal in Ruhe. Bevor er dann nämlich wieder mit allem Scheiß ankommt, was er hat, ne? So, Leute, dann würde ich mal sagen. Ach du Scheiße! Mammutpanzer, okay, weg da. Los, weg da. Da kommt er wieder mit seinen 3 Einheiten hier auf meinen Sammler. Okay, dann. Ah! Lässt du die in Ruhe? Hubschrauber, mach die kaputt, ey. Ah, du Penner! Ach, Penner. Wirklich. Ernsthaft?
Dieser Stützpunkt. Blöder Russe hier. Mann. Wirklich. Der will echt nerven, ne? Das ist unfassbar, ey. Gut, egal. Dann komm rein, los. Boah. Da hat er mir echt einen Sammler geklaut. Das ist unglaublich. Egal, hier ist schon der neue Sammler. So. Alles klar. Dann ihr macht jetzt diesen Raketenwerfer im Arsch. So, Leute. Das war's. Mit dem Scheiß. So, Leute. Oh nein, was macht ihr denn da? Okay, dann macht den kaputt. Warum Einheit verloren? Oh! Jetzt haben sie... Was ist denn hier? Ist ja gar nichts verteidigt, ne? Okay, es ist doch verteidigt. Boah, schaut euch den Scheiß an. Egal, Leute. Wir haben's. Moment, nein, nein, nein. Ich zeig euch mal nochmal den Chronopanzer. Weil dieser Panzer hat nämlich Raketen. Och, du Kacke. Okay. Gut, da muss ich noch einen Bunker nachbauen hier tatsächlich, ne? So. Dann hier. So. So, Leute. Alles klar. Dann hier Bunker. Und die Hubschrauber bitte diesen Panzer noch platt machen. Los. So, sehr gut, Leute. Gut, alles klar. Dann sehen wir hier schon mal seine Basis. Dann zeige ich euch gleich mal den Chronopanzer. Ist er schon fertig? Jetzt ist er fertig, Leute. Schaut mal da. Das, so sieht er aus. Richtig stylisch. Und, ja, den zeige ich euch mal. Können wir so machen. Und jetzt können wir hier den Zielbereich auswählen. Allerdings ist das hier gerade mir zu befestigt. Mach mal hier rein. So, Leute. Ach, das war aber scheiße. Das war aber Mist. Weil ich da voll in die Flammentürme reingefahren bin. Ja, super. Das war's mit dem Chronopanzer. Aber habt ihr mal gesehen, die Dinger können sich teleportieren. Werde ich aber erstmal nicht so sehr benutzen, weil ich setze da lieber auf die konventionelle Technik. Ich habe ja auch die Chronosphäre hier noch nicht gebaut, ne? Ja, kriegt er nicht, Leute. Hey, lass mein Tech-Zentrum in Ruhe. Oh, jetzt kommt er noch mit Bombern. Kann ich wieder nachbauen, das Ding, ne? Ja, toll. Naja, gut, egal. Oh, haben sie die jetzt mittlerweile platt gemacht, ja? Ja, okay, dann. Ja, schaffst du nicht. Vor allem nicht, wenn du auf den Bunker schießt. Gut, wir rüsten uns weiter auf. Und dann haben wir noch 7 Minuten, dann schaffen wir das Ding vielleicht sogar noch. Hä? Müssen wir gleich mal gucken. Nee, komm, dann... Dann brauche ich kein Technologiecenter. Nee, dann ist okay, Leute. So, hier wird es langsam voll, das ist ganz gut. Ja, dann können wir endlich mal ein bisschen was entspannen hier tatsächlich. Und... brauche ich gleich nochmal 2 Gummipanzer, um zu erkunden. Und ja, Leute. Freut mich, dass ihr nach wie vor hier dabei seid. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. So. Dann wechselt mal euren Teleport. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir mal 2 Gummipanzer. Erforschen nochmal ein bisschen. Sehr gut. Und wenn wir dann gleich erforscht haben... Oh, die Kohle geht aus. Oh, shit, Leute. Die Kohle hier ist begrenzt. Schaut mal. Die Kohle hier ist begrenzt. Ja, ich sehe das. Ich sehe das schon. Schon krass, ja. Die Kohle hier ist also begrenzt. Okay, aber dafür baut der auch irgendwie keine Einheiten nach, ne? Ja, genau. Schön Vorarbeit leisten. Sehr gut. Alles klar. Gummipanzer, kommst du raus? Du kommst genau jetzt raus. Sehr gut. Alles klar, Leute. Dann Gummipanzer mal nehmen und mal hier drauf platt fahren einfach. Komm. Fahr die platt. So. Zack. Einmal flatsch und dann... Ja, was versucht er? Ey, was war das denn? Das hat aber viel Schaden gemacht. Naja gut, egal, Leute.
Ich möchte vorher noch mal ein bisschen erkunden. Da ist noch eine Basis. Na super. Da ist noch eine Basis. Will der mich verkackeiern, der Russe, oder was? Ja gut, dann bauen wir einen Kampfpanzer. So. Ja, komm, einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren. Los. Einfach weiterfahren. Egal, dann erforsch halt hier, was noch hier so drin ist. Erforsch doch! Ach, Penner. Gut, egal. Aber ich habe eine andere Idee, Leute. Ich werde jetzt meinen Hubschrauber nehmen. Der Sammler, der will nämlich hier unten sammeln. Das werde ich nicht zulassen, Leute. Das werde ich hier absolut nicht zulassen. Jo. So. Dann machen die 6 Hubschrauber jetzt mal diesen Sammler von ihm platt. Was macht der? Was macht der denn? Oh mein Gott, ist der bescheuert. Der kommt mit seinem Sammler hier unten hin. Okay. Ah, was war das denn? Was war das denn? Das war ja geil. Da kam er mit seinem Sammler hier unten hin. Was? Ja, weil er keine Kohle hat mehr, der Penner. Konstruktion abgeschlossen. Ja, komm. Oh, direkt den Bunker weggeknallt hier. Da hat er echt seinen Sammler hier reingeschickt. Das ist natürlich geil. So, Leute. Wir schwächen ihn vor, ne? Schaut mal, der hat nicht mehr viel. Da kommt noch der Mammutpanzer. Shit, Mann. Okay, Hubschrauber. Nein. Ihr bleibt bitte hier. Nur die Hubschrauber, bitte. So, Leute. Du hast 6 Hubschrauber am Arsch. Mammutpanzer. Kannst du vergessen. Nerv nicht. So. Der hat tatsächlich überlebt, ne? Weil er die ganze Zeit sich bewegt, ja. Was versucht er denn jetzt schon wieder? Der verhält sich irgendwie komisch, der Gegner in dieser Folge. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie bescheuert. Aber gut. Er hat keine Sammler mehr. Er hat alles mit Flachs abgesichert, ne? Das ist natürlich doof. Aber gut, lässt sich nicht ändern. So, was macht ihr denn schon wieder? Ihr könnt doch... Oh. Gut, Leute, die Kohle ist weg. ja. Wir sammeln jetzt so viel Kohle, wie wir noch irgendwie kriegen können. Und dann würde ich sagen, nehme ich mir die, Team 1, und ihr fahrt mal bitte hier hinten hin. So, Leute, da können wir nämlich beim nächsten Mal den Angriff in Angriff nehmen, ganz genau. Und, ja, einen Moment, kurze Nachricht. Genau, und, ja, dann würde ich sagen, wenn die gleich da sind, mache ich mal die Folge Schluss. Wir kriegen sogar noch leicht Kohle rein, ne? Wir können ein bisschen Geld sparen. Finde ich gut. Wir müssen uns jetzt alles einsacken, was wir hier irgendwie kriegen können an Geld. Weil das werden wir brauchen. Das werden wir definitiv brauchen. Oh, geile Mucke. Gut, Leute. Team 1 sammelt sich mal bitte hier vorne. Dann greifen wir nämlich gleich diese Basis hier zuerst an. Alles klar, Leute. Gut. Dann, Leute, würde ich mal sagen, speichere ich das Ding. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann machen wir beim nächsten Mal hier mit dem Angriff weiter. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.